Wenn der Thomanerchor zu Hause in der Thomaskirche in Leipzig singt, dann ist jeder Platz besetzt. Der weltberühmte Chor steht für Perfektion. Wie viel Arbeit und Disziplin dahinter steckt, durfte ich heute miterleben. Etwa 7 Stunden vor dem Konzert. Am Thomas-Gymnasium warte ich zur Mittagspause auf Theo. Wobei, Pause hat er nicht wirklich. Es geht sofort rüber ins Internat. Du wirkst gerade ein bisschen hektisch. Ist es immer so schnell? Na, ich habe gerade meine Klausur zurückbekommen und musste jetzt schnell zum Essen. Also hab nicht viel Zeit. Wir haben 5 Minuten zwischen Schule und Essen, ja. Mit Gesang beginnt hier selbstverständlich jede Mahlzeit. Danach haben die Jungs exakt 15 Minuten Zeit zum Essen. An jedem Tisch sitzt eine Stube, also eine Gruppe, die zusammen wohnt. Weil Theo sofort wieder zum Unterricht muss, zeigt mir Jeff die Stube. Er ist 10 und er ist seit einem halben Jahr dabei, aber hat sich schon gut eingelebt. 40 Minuten sind jetzt Spielzeit, die einzige freie Zeit für heute. Jeff, bist du aufgeregt? Du bist doch noch gar nicht so lange hier, oder? Also aufgeregt jetzt nicht unbedingt. Ja, ich bin aufgeregt. Ich bin vor jedem Konzert eigentlich aufgeregt. Wegen des Konzerts am Abend müssen die Kleinen nach dem Essen Bettruhe halten. 2 Stunden. Unser Spiel ist deshalb ganz schnell wieder vorbei. Gleich geht die Bettruhe los. Klassen 4 bis 8, jetzt zur Bettruhe. Später. Tschüss. Im Lesesaal treffe ich Theo wieder. Hausaufgaben. Heute für ihn einer der wenigen Momente allein. Es ist sein letztes Jahr im Chor. Nach dem Abi ist Schluss. Ich merke, er ist jetzt schon wehmütig. Wir übernachten ja an Heiligabend. Und dann geht es am 25. und 26. zu einer Familie. Genau, aber am 25. singen wir erst nochmal. Am Vormittag, ja. Aber das ist total schön eigentlich. Also hier Weihnachten ist was ganz Besonderes. Aber, ja. Hallo! 15.30 Uhr. Die Bettruhe endet. Bei den Thomanern ist das so, die Älteren müssen die Kleinen miterziehen. Theo, wie schwer ist es, die ganzen Jungs im Zaum zu halten, so als Stubenältester? Also es gibt viele Situationen, wo die Jüngeren, unsere Sechser, sehr aufgedreht sind. Aber Theo bändigt die Rasselbande heute ziemlich gut. Und dann wird's ernst. Die Probe beginnt. Thomas Kantor Andreas Reitze muss alle 93 Sänger einstimmen. Stimmlich und mental. Uhr, Abendessen. Noch 1,5 Stunden bis zum Konzert. Und wie lief die Probe eben? Na, ein bisschen kribbelig waren die. Gestern haben die super geprobt. Also wir hatten eine ganz tolle Generalprobe und heute sind die ein bisschen nervös auch. Ja, das hat man gespürt, nicht ganz ruhig, aber alles in Ordnung, alles gut gelaufen. Ja, wir freuen uns. Bis hierhin fand ich den Tag schon ziemlich durchgetaktet, aber jetzt geht es erst richtig los. 5 Minuten Zeit zum Umziehen. Gut, Jeff, du fängst an mit Türstellen. Wir lassen es dann Theo rein. Kontrolliert, ob alle ordentlich sind. Das ist seine besondere Aufgabe vor jedem großen Konzert. Er ist der Domesticus, eine Art Chorsprecher. Manchmal muss er nachhelfen. Okay. 18 Uhr. Es geht los zur Thomaskirche. Nass werden darf jetzt keiner. Drinnen werden die Thomaner schon erwartet. Auch ich warte jetzt hier auf sie. Bis hierhin war es schon ein langer, anstrengender Tag. Aber jetzt kommt es wirklich auf sie an. Das Publikum erwartet Höchstleistung. Dann kommen sie rein und ich erlebe eine Verwandlung. Vorhin waren sie die Jungs aus dem Internat. Jetzt sind sie die Profis, die 1400 Leute in ihren Bann ziehen.